Der Raum ist auch schon gut gefüllt und immerhin einige haben noch nicht genug von uns, trotz 4 Tage Parteitag. Herzlich willkommen zu unserem Statement in dieser etwas ungewöhnlichen Sitzungswoche und ich übergebe das Wort an Katharina Dröge. Ja, von mir herzlich willkommen zum Statement. Schön, dass wir uns auch den 5. Tag in Folge sehen. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich hoffe, Sie konnten sich auch ein bisschen erholen gestern Abend. Alles gut, ich habe noch nicht angefangen. So, jetzt zum Statement. Die wichtigste Nachricht des Wochenendes war mit absoluter Sicherheit, dass erste Geiseln, die sich in Gefangenschaft der Hamas befunden haben, befreit werden konnten. Das war eine großartige Nachricht. Wir haben mit den Familien gehofft, gebangt, gezittert und umso mehr haben wir uns jetzt auch gefreut, dass für erste Geiseln auch diese großartige Nachricht kam. Und ich möchte mich wirklich bei allen bedanken, die dazu beigetragen haben, dass es zu diesen ersten Befreiungen gekommen ist. Insbesondere auch ein großer Dank an unsere Außenministerin Annalena Baerbock, die sich unermüdlich dafür eingesetzt hat. Und die Feuerpause geht ja weiter. Damit geht die Hoffnung auch weiter, dass noch mehr Geiseln befreit werden können. Wir werden natürlich nicht ruhen mit unserem politischen Engagement, bis alle Geiseln befreit werden. Und die Feuerpause kann und sollte nun auch weiterhin dafür genutzt werden, dass dringende humanitäre Hilfe auch in Gaza weiterhin ankommt. Zweites Thema des Wochenendes, der Grünen-Parteitag. Ich möchte an dieser Stelle nochmal im Namen der gesamten Grünen-Bundestagsfraktion dem Bundesvorstand zu seiner erfolgreichen Wiederwahl gratulieren. Wir freuen uns sehr, dass die Bundesvorsitzende, dass der gesamte Bundesvorstand mit so einem starken Ergebnis bestätigt wurde. Und wir freuen uns enorm auf die weitere Zusammenarbeit. Ich finde es absolut wichtig, dass der Bundesvorstand so einen starken Rückhalt für die Arbeit in den nächsten 2 Jahren bekommen hat. Es werden mit Sicherheit herausfordernde und wichtige Zeiten und dafür ist so ein Rückhalt absolut wichtig. Und ich gratuliere der Partei auch zu einer großartigen Liste für die Europawahl und zu einem sehr guten Wahlprogramm. Wir starten jetzt als Bundestag tatsächlich in eine eher ungewöhnliche Sitzungswoche. Wir hatten eigentlich vor, in dieser Sitzungswoche den Haushalt 2024 zu beraten und auch abzuschließen. Und als Fraktionsvorsitzende haben wir ja schon in der letzten Woche angekündigt, dass diese Beratungen nicht final in dieser Woche stattfinden werden. Wir haben deshalb eine neue Tagesordnung aufgesetzt, in der wir auch wichtige Gesetze beraten. Uns in den Fraktionen ist sehr wichtig, dass wir das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes mit Blick auf den Nachtragshaushalt 2021 sorgfältig in den parlamentarischen Beratungen umsetzen. Deshalb braucht die Beratung für den Bundeshaushalt 2024 noch etwas mehr Zeit, um das auch ordentlich abzubilden. In dieser Woche werden wir die erste Beratung haben zum Nachtragshaushalt 2023, denn die Strom- und Gaspreisbremsen waren und sind in diesem Jahr enorm wichtig, um den Menschen im letzten Winter, in einer Zeit, in der die Energiekrise zu steigenden Energiekosten geführt hat, auch Sicherheit zu geben. Das haben wir gemacht. Und nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes ist an dieser Stelle klar, dass wir hier noch mal einen Nachtragshaushalt brauchen, um das auch juristisch auf die richtigen Füße zu stellen. Das Zweite ist, dass es ja heute ein Statement aller Wirtschaftsminister, der Länder und des Bundeswirtschaftsministers gab dazu, dass die Programme im Klima- und Transformationsfonds enorm wichtig sind und weitergehen müssen. Und auch wir als grüne Bundestagsfraktion sagen ganz klar, wer sich für den Wirtschaftsstandort Deutschland ausspricht, wer sich für den Erhalt von Arbeitsplätzen in diesem Land ausspricht, der muss für die Programme im Klima- und Transformationsfonds kämpfen. Wir tun das, wir werben dafür, dass diese Programme weitergehen. Und ich freue mich, dass auch die ersten Ministerpräsidenten der Union jetzt eine Gesprächsbereitschaft signalisiert haben mit Blick auf die Reform der Schuldenbremse. Aus unserer Sicht ist klar, diese Schuldenbremse ist ein handwerklich schlecht gemachtes Gesetz. Diese Schuldenbremse wirkt ökonomisch falsch. Und deswegen lade ich die gesamte Union ein, hier mit uns in Gespräche einzutreten, dass wir hier zu einer gemeinsamen und zukunftsgerichteten Reform der Schuldenbremse kommen. Diese Woche beginnt auch die Klimakonferenz in Dubai und aus Sicht der gesamten Bundesregierung und natürlich auch der Grünen Bundestagsfraktion hoffen wir hier auf ambitionierte Abschlüsse. Unser Ziel ist klar, wir brauchen einen schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier brauchen wir ambitioniertere Ziele. Wir brauchen ambitioniertere Ziele im Bereich der Energieeffizienzmaßnahmen und auch ambitioniertere Ziele beim Ausstieg aus fossilen Energien. Und ich hoffe, dass in diesem Sinne die Klimakonferenz auch einen erfolgreichen Abschluss haben wird. Und jetzt freue ich mich auf Ihre Fragen. Ja, danke schön. Ich habe gleich eine Frage von Frau Seira.
Liebe Zuschauer, soweit also der Blick nach Berlin zu Katharina Dröge von den Grünen, die so ein bisschen skizziert hat, was jetzt in diesen kommenden Tagen ansteht. Natürlich das wichtigste Thema, der Haushalt und die Haushaltsberatung, die künftigen Maßnahmen der Bundesregierung, um das 60-Milliarden-Loch wieder zu schließen. Fragen wir mal nach bei Holger Schmidt-Denker, unserem Reporter in Berlin. Ja, Katharina Dröge hat ja gerade schon gesagt, also die ersten Beratungen zum Nachtragshaushalt, die sollen in dieser Woche kommen. Jetzt gibt es aber gleichzeitig aus Regierungskreisen die Meldung, dass man da wo heute schon ein bisschen konkreter werden kann. Was bekommt ihr in Berlin mit? Naja, was ja konkret passiert ist, was den Haushalt 23 angeht, dass das erstens vom Kabinett heute auf den Weg gebracht wird und dann eben auch zeitnah im Bundestag verabschiedet werden soll. Das kann die Ampel auch mit ihren Stimmen dann eben machen, da auch für 23 eine Notlage erklärt werden wird. Und das kann sie mit ihrer eigenen Mehrheit stemmen. Außerdem hat auch die Union da grundsätzlich Zustimmung signalisiert. Da reden wir über den Haushalt 2023, Nachtragshaushalt. Der Haushalt 24, der ja eigentlich auch, das hat ja die Fraktionsvorsitzende gerade eben gesagt, in dieser Woche hätte verabschiedet werden sollen, final, der steht noch nicht zur Diskussion, beziehungsweise er steht zur Diskussion, aber noch längst nicht vor der Verabschiedung. Da müssen jetzt die Weichen gestellt werden, wie man das Geld, was ja in diesem Haushalt schon vereinbart wurde, wie man dieses Geld stemmt. Denn die Mittel stehen nach dem Richterspruch nicht mehr zur Verfügung. Und da sind in der Tat viele Meinungen innerhalb der Ampel, was auch die Schuldenbremse angeht. Erneute Feststellung einer Notlage für 24. Da ist die FDP gar nicht angetan davon, die Opposition im Übrigen auch nicht, wobei man braucht sie in diesem Fall ja nicht. Und die Möglichkeit, die Schuldenbremse insgesamt zu reformieren, das wäre aber auch ein längerer Prozess. Auch das hat ja die Fraktionsvorsitzende gerade eben angesprochen, wo man jetzt die Union einlädt, doch mitzumachen. Aber auch das ist eigentlich ein Ding, was die FDP nicht will, weil sie damit ihre zentralen Wahlversprechen, nämlich Einhaltung der Schuldenbremse und eben auch Steuererhöhungen vermeiden, brechen würde. Und das will man nicht. Also im Prinzip setzt die FDP auf Kürzungen in jedwedem Bereich. Und SPD und Grüne wollen eben die Schuldenbremse in irgendeiner Form aufweichen für 2024. Das passt noch nicht zusammen. Und die Frage ist jetzt, schafft die Ampel das irgendwie passend zu machen? Die Zeit drängt, das neue Jahr steht vor der Tür. Dankeschön, Holger, für die Einordnungen aus Berlin. Schauen wir in den Nahen Osten, liebe Zuschauer. Auch heute sollen israelische Geiseln gegen palästinensische Gefangene getauscht werden. Allerdings stockt es. Laut Insidern wohl, es gibt auf beiden Seiten Bedenken über die Liste derer, die da freigelassen werden sollen. Die Feuerpause zwischen Israel und der Hamas läuft ja morgen aus. Von beiden Seiten gibt es aber Signale, die zu verlängern. Ein Video, das vom militärischen Flügel der Hamas verbreitet wird, soll die Freilassung der Geiseln zeigen. Unter ihnen ist auch die erst vierjährige Abigail Idan, die erste amerikanische Geisel, die freikommt. Im Gegenzug sind fast 40